sind wir hier bei der Firma Efeu und die ist ganz nach den alternativen Umweltkriterien unterwegs, nämlich mit der Brennstoffzelle. Man spricht ja in der Camperbranche viel von Solar, man spricht von Lithiumbatterien und wie man die Energie in die Batterie reinkommt. Da hat die Firma Efeu eine ganz andere Methode, nämlich die Brennstoffzelle, und hier ist der Holger. Und ich sage erst einmal Hallo. Hallo. Herr Holger wird uns jetzt einmal ein bisschen aufklären zum Thema Brennstoffzelle. Ich blende jetzt da gleich mal eine ein, wie die ausschaut. Die ist kompakt und die wird gespeist mit? Methanol wird sie gespeist. Methanol. Methanol ist die eine Hälfte der chemischen Reaktion. Brennstoffzellenprinzip heißt ja, dass wir eine chemische Reaktion durchführen zwischen Methanol und Sauerstoff und Wasser. Beides führen wir in der Brennstoffzelle zusammen. Es entsteht ein bisschen CO2, hauptsächlich natürlich durch Strom. Es entsteht Wasser, es entsteht Abwärme und dies führen wir wieder aus der Brennstoffzelle raus. Und den Strom führen wir immer auf eine Batterie. Vielleicht wäre es am effektivsten, wenn du mal kurz unseren Zuschauern erklärst, wie so eine Brennstoffzelle funktioniert und was ihr genau anbietet. Das Wichtigste zum Brennstoffzellenprinzip hatte ich ja schon gesagt. Ich kann es eigentlich nur erweitern. Wir geben den Strom immer auf eine Batterie. Die Batterie erhält den Strom. Damit haben wir den Strom auch in der elektrischen Anlage von jedem Wohnmobil und von jedem Fahrzeug und können uns demzufolge auch über die Batterie wieder zurück regeln, weil wir eigentlich nur arbeiten wollen, wenn die Batterie uns braucht. Und damit haben wir eine Regelung bei uns getroffen, indem wir sagen, über die Batteriespannung regeln wir uns, schalten bei einer halbvollen Batterie die Brennstoffzelle ein und bei einer vollen Batterie schalten wir die Brennstoffzelle wieder aus. Wird es Einschalt- und Abschaltvorgang manuell vorgenommen oder geht es automatisch? Nein, automatisch. Das machen wir automatisch. Genau nach dem Prinzip. Wir messen permanent die Batteriespannung, danach richtet sich das Ganze aus. Und wir konkret bei 12,3 Volt schalten wir die Brennstoffzelle ein und bei 14,2 Volt schalten wir sie wieder aus. Messen permanent die Batteriespannung weiter. Je nach Verbrauch sinkt die Batteriespannung und wir kommen irgendwann wieder bei den 12,3 Volt vorbei und können dann wieder einschalten und die Batterie wieder aufhören. Jetzt ist es so, also die Lithium-Batterien, die man sich ja heute modernerweise einbaut in die Wohnmobile, die werden also entweder gespeist durch einen Ladebooster beim Fahren, oder sie wird gespeist durch Solaranlage. Ladebooster ist wahrscheinlich bei euch auch dann vorhanden. Solaranlage brauche ich nicht mehr. Ladebooster ist ja wieder ein ganz anderes Thema. Das, was ich bis jetzt gesagt habe, trifft eigentlich für die ARGM, Gel- und Bleisäurebatterie zu. Für die Lithiumbatterien gilt das Ganze ein bisschen anders. Wir regeln uns immer noch über die Batteriespannung. Allerdings haben wir einen anderen Einschaltwert und einen anderen Ausschaltwert. Ah, okay. Weil Lithiumbatterien natürlich etwas anders arbeiten und etwas anders reagieren. Und deswegen arbeiten wir und können wir diese Lithiumbatterien auch laden, müssen aber umschalten zwischen Bleisäurebatterie zur Lithiumbatterie. Und das machen wir händisch über unser Bedienpanel. Das heißt, im Prinzip bräuchte man gar keine Lithium-Batterie, denn man hat ja im Prinzip die Nachversorgung auch nachts in der Brennstoffzelle. Ja. Also das Thema Lithium zu bewerten ist nicht meine Aufgabe. Ja. Das soll jeder für sich entscheiden, muss man dazu sagen. Sehr gut, dass es die Technologie gibt, die Batterietechnologie sich weiterentwickelt. Wir sind da sicherlich noch nicht am Ende, aber die Möglichkeit gibt es zumindest, das ist schon mal eine gute Tat. Mhm. Allerdings ist entscheidend, wer die lädt. Wir sind eine Möglichkeit, die Lithium-Batterie zu laden. Wir sind dazu in der Lage und wir können das und das ist eigentlich gut. Ja, wir können sie auch alleine laden, aber sicherlich ist mir klar, dass es andere Möglichkeiten dann auch noch gibt. Können wir uns das mal anhand dieser Brennstoffzelle mal kurz anschauen, wie der ganze Vorgang funktioniert? Ja, können wir machen. So, dass man sieht, wie sowas ausschaut. Das ist die Brennstoffzelle. Ja. Die wird irgendwo im Fahrzeug verbaut. Darf ich kurz sagen, Heckgarage, Doppelboden, Sitzbank sind die drei typischen Einbauer. Richtig, neben der Batterie vielleicht, muss aber nicht sein. Muss nicht, aber ist natürlich sehr praktisch, weil dann ist die Kabellänge zwischen Batterie und Brennstoffzelle nicht so weit und wir wollen uns ja mit der Batterie verbinden. Richtig. Dann, das ist der Tank. Tankpatrone nennt sich das Ganze. Das ist Methanol. Genau, mit Methanol als Inhalt. Konkret sind es 5 Liter, weil M5 ist die Tankpatrone, 5 Liter Inhalt. Und 5,5 Kilowattstunden Strom stellen wir zur Verfügung. Aha. Das heißt, diese Brennstoffzelle gibt es in drei Größen. Das ist die mittlere mit 140
Größe, also ich weiß jetzt nicht, wie die Einheiten sind, 140 AH. Sind 140 Amperestunden. Man muss vielleicht noch vorschicken, Baugrößen von allen drei Modellen sind identisch. Sieht man eine Brennstoffzelle, sieht man eigentlich alle drei. Und wir unterscheiden uns wirklich nur durch die Leistungsabgabe. Gekennzeichnet natürlich durch die Bezeichnungen, die wir außen dran haben. EVE Komfort 80, 140, 210. Und das sind jeweils die Amperestunden, die wir jeden Tag an Strom produzieren können und auf die Batterie zurückgeben. Wenn ich mir so einen Tank kaufe, wie viel ist da drin und wie lange hält es? Wie viel Kilowattstunden kann ich damit produzieren? Also wir haben 5 Liter an Inhalt. Wir haben eine Leistung von 5,5 Kilowattstunden drin. Für eine Kilowattstunde benötigen wir 0,9 Liter. Das heißt konkret, wir sind im Durchschnitt eigentlich 10 bis 14 Tage mit diesem Kanister unterwegs. Aha. Wobei die Bandbreite natürlich nicht größer ist, weil viel Strom viel Methanol bedeutet und wenig Strom wenig Methanol. Ja, ist klar. Wer sparsam genau damit umgeht, der spart sich dann automatisch genau auch an Kosten. Genau. Aber die Solaranlage benötigt man auf jeden Fall nicht. Und wie das Ganze arbeitet, kann man hier an so einem kleinen Display sehen, beziehungsweise an einer Handy-App natürlich heutzutage. Und jetzt zum Abschluss noch der Preis und die Haltbarkeit solch einer Brennstoffzelle. Also wir haben drei verschiedene Preise. Zum ersten haben wir die Preise gesenkt. Wir fangen heute mit der EVE Komfort 80 an bei 2.250 Euro, gehen für die EVE Komfort 140 auf 3.590 Euro und für die EVE Komfort 210 sind wir bei 4.999 Euro. Und das ist, diese große ist empfohlen, das habe ich schon nachgelesen im Prospekt, für Fahrzeuge über 8 Meter Länge, also für diejenigen, die gern Fernsehen schauen, YouTube schauen, hoffentlich, ja, und auch große Wohnmobile betreiben. Und an 5.000 Euro, dafür spart man sich die Solaranlage. Man braucht auch nicht zwingend eine Lithiumbatterie, so wie ich das verstanden habe. Das Ganze kann man auch komfortabel mit Geldbatterie betreiben. Und die Haltbarkeit ist dann auf wie viele Jahre begrenzt? Wir geben Ihnen freiwillig 5 Jahre Garantie, wenn Sie das wollen. Kostet 300 Euro für jede Brennstoffzelle und kann man käuflich erwerben. Und dann ist die Sicherheit in das gute Gerät eigentlich 5 Jahre zumindest gegeben. Sie hält natürlich dann weiter, aber die ersten 5 Jahre sind auf jeden Fall die Sicherheit für die Stabilität des Gerätes. Und damit zeigen wir eigentlich auch, dass wir sehr gute Geräte bauen, die natürlich nicht nur gut aussehen, sondern auch den Nutzen entsprechend bringen. Das heißt, man hat im Prinzip keine genaue Erfahrung wie bei der Lithiumbatterie. Da wird ja behauptet, die hält über 10 Jahre. Die Erfahrung hat natürlich niemand, weil die noch gar nicht so lange auf dem Markt ist. Aber sie hält auf jeden Fall über 5 Jahre so eine Brennstoffzelle. Und nachdem das Ganze ja ohnehin immer günstiger wird, muss man sich dann halt notfalls, wenn die 5 Jahre vorbei sind, eine neue kaufen. Dann ist die Entwicklung auch schon wieder weitergegangen. Das kann man so überhaupt nicht sagen. A, haben wir die Erfahrung schon, weil wir seit 2006 die EVE verkaufen als EVE. Aha, okay. Brennstoffzelle verkaufen. Wir haben also einen sehr langen Entwicklungsweg schon beschritten und hinter uns. Wissen natürlich dann auch genau, was kaputt gehen kann und mit welchen Möglichkeiten man rechnen muss. Und um das zu dokumentieren, haben wir auch diese 5 Jahre auf den Weg gebracht, um zu sagen, okay, jeder weiß es, dass wir als Hersteller 5 Jahre Garantie geben. Natürlich gibt es gewisse Bedingungen, die natürlich ein Brennstoffzellenleben beeinflussen. Und das können wir natürlich nicht ganz konkret benennen. Und deswegen sagen wir, 5 Jahre Garantie ist das, was wir Ihnen sagen können. Mehr und weniger natürlich nicht. Okay, vielen Dank für das Interview. Gerne. Wir wollten einfach das einmal vorstellen, wie so eine Brennstoffzelle ausschaut. Die Kontaktdaten, die blenden wir unten im Infofenster ein. Und da könnt ihr dann selber die Firma EVE kontaktieren und euch deren Informationen einholen, auch über aktuelle Preise, denn jetzt sind sie gesenkt worden, vielleicht werden sie demnächst nochmal gesenkt, ja. Aber der Holger steht euch zur Verfügung. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt gerne einen Kommentar, lasst einen Daumen da und informiert euch über Details selbst.